Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, Freunde. Diesmal gab es keine 3 Monate lange Pause, sondern eine Woche Pause oder 10 Tage. Jetzt kommt das nächste Video auch direkt schon raus. Was drehen wir heute für euch ab? Wie ihr seht, wir befinden uns gerade im Fitnessstudio. Wir sind im AI Minden. Das ist ein All-Inclusive-Fitnessstudio. Ihr habt hier Hammer-Strength-Geräte, Sauna, Solarien, was weiß ich nicht alles. Also alles, was ihr benötigt. Heute drehen wir ein Brusttraining ab. Habe ich das schon gesagt? Nein, habe ich noch nicht gesagt. So, jetzt habe ich es aber gesagt. Heute drehen wir ein Brusttraining ab. Ich warte nur noch auf meinen Trainingspartner. Der verspätet sich leider wie immer oft. Aber das sei ihm verziehen, weil der junge Mann noch nebenbei arbeitet. Was gibt es bei mir vor dem Training? Ich habe hier 20 Gramm ERAs, 10 Gramm Glutamin, 5 Gramm Beta-Alanin, 5 Gramm Kreatin. Und natürlich, damit der Fokus da ist, haben wir noch eine Portion Gottlos-Mode genommen. Das ist mein Pre-Workout und Intra-Workout habe ich natürlich auch. Da wir uns in der Off-Season befinden, kann ich mir jetzt natürlich einige Kohlenhydrate geben. Deswegen habe ich hier 100 Gramm Infusion drin, 10 Gramm ERAs nochmal extra dazu und nochmal 10 Gramm Glutamin dazu. Das ist mein Intra-Workout und ich würde sagen, schnacken wir nicht weiter. Wir wärmen uns auf, beziehungsweise warten, bis der Kollege kommt, wärmen uns dann sofort auf und dann geht's auch schon ab in die Schlacht. Erste Übung und wir machen Schrägbankdrücken an der Multi. Wie immer zur Routine, da die Geräte ja meistens immer von mir, von dem Hausmeister behandelt werden, habe ich mir das vorne ausgeliehen bei der jungen Dame, bei der Mitarbeiterin. Und dann sprühen wir gleich ein bisschen ein, damit das ein bisschen geschmierter läuft, weil wir müssen bedenken, das ist ein riesen Fitnessstudio. Wenn hier in der Woche 1000 Leute am Trainieren sind, kann es schon sein, dass das ein bisschen bremst. Deswegen haben wir das da. Wir machen jetzt noch 2 Aufwärmsätze oder 3. Ich habe jetzt einmal einen mit 100 gemacht, dann mache ich jetzt noch einen mit 100, dann mache ich den anderen mit 140 und dann würde ich sagen, wenn wir uns bereit fühlen, machen wir dann direkt den ersten Satz. Wenn nicht, machen wir noch einen Aufwärmsatz. Für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass wir die Schulterrotatoren, alle Schultermuskeln, Trizeps, Bizeps einmal richtig aufwärmen, wie immer eigentlich, wie ihr es von mir kennt, bevor wir beim Training loslegen. Das ist jetzt der 2. oder 3. Aufwärmsatz und dann geht es gleich weiter. So, jetzt packen wir 140 drauf und wärmen uns damit noch einmal auf. Der Hausmeister ist jetzt wieder da. Oh. So, jetzt wärmen wir uns mit dem Gewicht auf, wofür manche Profis in Deutschland das deren, wie nennt man das? Popset ist? Ja, Popset. So steht's im Buch. Wer jetzt meint, sagen zu müssen, oh Emir, das sieht aber nicht gut aus, die Ausführung, einmal bitte nachmachen und dann können wir uns gerne in den Kommentaren weiter kommentieren. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch einen kleinen Aufwärmsatz zu machen mit dem Gewicht, weil ich fühle mich noch nicht so, so sehr bereit. Und nicht immer ins Studio hinkommen und sich denken, oh, schnell das Training durchhauen. Ihr müsst das genießen, ihr müsst es fühlen, ihr müsst, wenn ihr schon reinkommt mit Einstellung, oh, schnell Training durchballern, intensiv halten, das hat nichts mit Intensität zu tun. Wenn ihr euch schon reinkommt und sagt, ich muss mein Training schnell weghauen, dann das Training muss vernünftig sein. Ihr müsst ein Gefühl für jede Übung entwickeln, ihr müsst maximale Power, maximale Kraft, maximale alles reinsetzen, alles reinstecken in die Sätze, damit das auch was wird. Den ersten machen wir mit 180. Ja, schauen wir mal, was geht. Leute, kennt ihr das? Ihr seht Mädels auf Instagram und denkt euch aus eurer Stadt, wow, was für eine schöne Frau, was für eine tolle Figur. Und dann seht ihr sie in echt und dann wird euch immer wieder klar, leider nicht das Wahre ist und leider alles im Social Media wieder vorgetäuscht ist und ich auch jetzt wieder sehr enttäuscht bin. Warum ich das eben erwähnt habe mit den Frauen, das ist natürlich nicht auch, das ist nicht nur bei den Frauen so, das ist natürlich auch bei den Männern so. Die repräsentieren sich ja irgendwie im Internet immer ganz groß, ganz stark mit 1000 Filtern und dann sieht man sie auf der Bühne und verkacken ihre Form komplett. Das heißt, davon habt ihr im Endeffekt gar nichts. Ladet ganz normale Bilder hoch, Jungs, damit man eure Progression vernünftig sieht und dass ihr nicht dann wie die meisten Superstars im Internet gut ausschaut und dann im Real Life ganz, ganz katastrophal. Hab ich. Ich
Okay. Puh. So, jetzt machen wir einen Drop hinterher. Ja, wie immer. Eine, nur eine, Bruder, wie immer. So, Satz Nummer 2, 200. Selbe Prinzip wie eben. Einmal droppen. Okay, hab ich. Jetzt. Mehr. Zwei. Drei. Hab ich. Wie viel hast du drauf? So, wir haben jetzt 220 drauf, das ist der dritte Satz. Ich glaube, das ist noch der schwerste. Mal schauen, was geht. Wir probieren aus. Kraft ist gut, ich bin stärker denn je, egal in welcher Übung. Wie mache ich mein Training aktuell? Mein Training mache ich aktuell mehr nach Gefühl. Also ich bin nicht mehr so verbissen, dass ich jetzt mir sage, okay, ich muss jetzt 6 Tage hintereinander durchtrainieren, sondern ich splitte das ein bisschen. Ich mache jetzt aktuell 2 Tage Training, 1 Tag Pause, 2 Tage Training, 1 Tag Pause. Einfach, damit ich nicht so viel essen muss, damit ich besser regeneriert bin, und das funktioniert sehr gut. Das Gewicht geht hoch. Die Pumps sind besser, ich bin stärker denn je, und schauen wir mal, wie lange das noch so gut läuft, bis wir wieder was umstellen. Immer wieder ein Nervenkitzel. Hoi, 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 André, bleib da bitte. Bitte. 2. So, jetzt kommt der vierte Satz. Wir haben uns jetzt nochmal entschieden, noch einen mit demselben Gewicht zu machen, beziehungsweise ich habe mich entschieden. Wir machen 5 Sätze pro Übung. Wir schauen mal, wie viel wir heute machen, ob 4 oder 5 Übungen. Hängt je nachdem ab, wie ich am Anfang gesagt habe, je nach Gefühl, ob die Kraft noch da ist oder ob der Muskel sagt, okay, jetzt ist Ende. Würde ich sagen, weiter geht's. So, das ist jetzt der letzte Satz. In der deutschen Bodybuilding-Szene würde man sagen, ein Back-Off-Set. Ich nenne das einfach nur den 5. Satz, ein bisschen leichter. Ein paar Wiederholungen mehr und natürlich 2 gute Droplets, um nochmal schön nach den letzten Pump reinzukriegen. Und danach geht es auch schon direkt in die nächste Übung. Jetzt! Okay. Ich dachte, du bringst mir jetzt noch Kaffee und Kuchen vorbei, Junge. Leute, ihr müsst auch Spaß im Training haben, nicht immer nur so verbissen sein. Ich weiß nicht, wie man diese Übung nennt. Ich nenne es einfach mal jetzt eine, wie nennt man die? Brustpresse? Brusthammer Strange Brustpresse. Incline Bench Press. Was? Weil es doch scheißegal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine schöne Brustpresse. Nicht, dass die meisten jetzt denken, oh, der Emil ist ja blöd, der weiß nicht mal, wie die Übung heißt. Ich weiß, was die Übung macht und was sie tut, das ist das Allerwichtigste. Den Namen muss ich mir nicht unbedingt merken. So, wir wärmen uns jetzt einen Satz auf und dann legen wir direkt volle Kanne los. Okay, wir legen los mit dem ersten. Wir sind warm, beziehungsweise haben uns an die Übung rangetastet. Jetzt machen wir einen ganz normalen Satz und einen Dropsatz, genauso wie bei der Multipresse. Warum mache ich bei jeder Übung einen Dropsatz? Normalerweise mache ich mehrere Dropsätze in einem Satz, aber da wir uns in der Offseason befinden, versuche ich ein bisschen schwerer zu trainieren.
und einfach nur einen Job zu machen, um ein bisschen mehr Pump reinzukriegen. André wird mir jetzt raushelfen und wird dranbleiben, einfach damit es flüssig abläuft, damit ich nicht stagniere, sondern dass der Bewegungsablauf die ganze Zeit konstant flüssig bleibt. Und natürlich, damit ich zum Schluss 2-3 Wiederholungen mehr rausholen kann. 1, 2, 3. Satz Nummer 2, genau selber wie eben. Jeder Satz wird jetzt der gleiche sein, außer die letzten zwei, da werde ich zweimal droppen. Ja. Der André wagt sich schweres Gewicht hier, mal gucken, wie er drückt. Ich stehe ihm natürlich beiseite. Jawohl, komm. Okay. Okay, letzter Satz. Ich habe neue Energie. Es sieht nicht danach aus, wonach es ist. Das ist Gender. Ins Trainingspartner. Okay, 1, 2, 3. Ja. So, jetzt kommt der zweite Satz. Selbe Spiel, selbe Geschichte, selbe Rotze wie eben. Ja. Okay, los geht's. Los, los. So, jetzt kommt der letzte und dann machen wir noch 2 Übungen, Kurzhantel drücken und nochmal Kabel vielleicht zum Schluss nochmal durchpumpen und dann war's das. So, jetzt kommen wir zur vorletzten Übung endlich und das ist Kurzhantelrudern. Kurzhantelrudern, Alter. Ich war schon beim Rücken, André. Ich sag Kurzhantelrudern. Auf jeden Fall kein Kurzhantelrudern, sondern Kurzhantel drücken für die Brust. Yep. Okay. Puh. Letzte Übung, Kabelfleiß. Einen schweren Satz, einen Dropsatz hinterher.
nochmal schön aus den Pump reinkriegen und dann sind wir auch schon durch hier. 5 Sätze jeweils und dann war es das auch.